find him. You're just attracting more of the machines that way. Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see, the building on the hill, where all those cables lead to, that's the town hall. Well, it used to be. And? Just go there. It's safe up on the hill. And you might find information about your missing... What was the name? Walter. Walter Rebel. Right. And don't die, please. I'm actually starting to enjoy our conversations. Das bringt mir wirklich unglaubliche Nicht-Fallout-Vibes. Half-Life Alyx-Vibes, genau. Ist da oben ein Geschütz oder eine Person oder eine Maschine? Da oben drauf. Okay, wir sollen da hinten hin zu diesem Gebäude. Ich frage mich jetzt, müssen wir uns hier durchschießen oder können wir uns durchschleichen? Was ist das? Kann man sich durchschleichen. Shit. Also wir müssen uns durchschießen. Man sollte vielleicht treffen. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier mache. Der brennt. Der brennt auch. Hinten sollte sonst eigentlich niemand sein. Ich habe eine offene Tür. Interessant. Wow. Mit Supplies, die keine Supplies sind. Danke für nix. Ich denke schon, man könnte sie auch durchschleichen. Aber ich dachte mir jetzt so, wenn da schon Munition liegt, sollten wir das doch auch benutzen und brauchen. Oder nicht? Okay. Speichern.
unglaublich viel Munition. Dass ich mir gar keine Angst, gar keine Sorgen machen, dass wir hier nicht genügend Munition haben. Das war's mit ihm. Da ist nichts drin. Ein Riesentor. Wow! Okay, das ist ein Mensch. Schießt er jetzt immer auf uns? Der schießt jetzt immer auf uns! Hehehe, sehr schlau von mir. Aber ich denke nicht, dass wir ihn umbringen können, oder? Doch, ist dead. Glaube ich zumindest. Hä, war hier gerade nicht Munition drin? Was ist hier? Was war hier? Ich meine immer, dass das Geräusch irgendwie Schritte sind. Okay, ist dead, wirklich gut. Hinten gab es auch noch Munition. Also, man muss den wahrscheinlich schon umbringen. Speichere mal hier unten. Hier gibt es Menschen mit schweren Waffen und diese komischen Maschinen. Okay, da geht's rein. Was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. SMG-Magazin. Gut, aber was bringt uns das jetzt hier? Kann man das Tor hier hochheben? Nee. Oh. Gut. Ja. Ich dachte, man müsste da durch.
Naja. Gut zu wissen, dass man nicht schwimmen kann. Okay. Das Schießen ist echt gewöhnungsbedürftig. Zumindest das Ziehen vor allem. Gut, fast keine Munition mehr, sehr schön. Ich gerade mal wieder. Gibt's auch Quick Save? Ne, gibt's nicht. Okay, dann müssen wir noch mal kurz da hinten hingehen, um da alles zu finden und mitzunehmen. Okay, gut, dass ich den Menschen vorhin schon abgemurkst habe, weil sonst wäre der wahrscheinlich jetzt da runtergekommen und wir hätten ein großes Problem gehabt. Ich meine, eine Pistole gegen eine SMG, schwierig. Aber dann wissen wir zumindest, dass wir da auch eine SMG bekommen. Der Typ liegt hier gar nicht. Wieso liegt der Typ hier nicht? Weird. You found a 9mm Submachine Gun. Wenn wir das bekommen, wissen wir, dass gleich hier die Luzi abgeht. Ich glaube, es sollte ungefähr klar sein, oder nicht? Komisch, dass der Typ hier nicht liegt. Naja. Wir müssen da runter, also gehen wir da runter. Oh fuck! Hm.
Was war das bitte? Sind aber nicht etwa Minen versteckt. Ey, das Spiel gibt mir solche Horror-Vibes, ich weiß auch nicht wieso. Irgendjemand muss doch das Vieh, die Maschine abgeschossen haben, oder nicht? Oh, fuck, okay. Die zerstören sich. Dann lieber wegrennen. Statt stehen zu bleiben. So, where is everyone? What happened here? Well, the whole town was evacuated after years of war. Atlas was too strong in the end. Atlas? Oh, sorry, you wouldn't know. These machine things that want to kill you. They're Atlas. Hello? You still there? Yeah, I'm here, I'm sorry. How long ago was this? Let me think. Atlas has been around for about 20 years? Hakovic was evacuated 10 years ago. Has it already been that long? Time flies. Yeah. It sure seems to. Oh, wait, hold on a sec. Wieso, was ist? Sorry. Had to get the kettle off the boil. That's okay. And who is this Rosendahl? Oh, Rosendahl. He was our king. He tried his best, but even he wasn't strong enough to fend off Atlas. I see. Well, over and out. I gotta think. And you drink your tea. I'd concentrate more on fighting than thinking, but that's just me. What the hell is happening here? Das frage ich mich auch. Wie kommen wir da hinein? Da hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Also mit der Kiste. Na gut, so geht's auch. Dieses Geräusch. Gut, ich weiß nicht, wie man da hinten kommt. Lassen wir das. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas. Was mich völlig beunruhigt. Und crazy macht. Spiel gespeichert.
Und was ist das? Unter der Treppe schauen ist immer gut. Nichts. Ist das eine Blockade irgendwie, dass man da nicht durchkommt? Jetzt auch noch eine Schrotflinte. Ich glaube, wir werden hier irgendwann auf große Gegner scharen oder große Gegner stürzen. Und weil jetzt hier viel SMG-Munition ist, würde ich sagen, dass ich das lieber mal kurz ausrüste. Tagebuch eines Fischers. Wie jeden Tag fuhr ich morgens um 5 Uhr raus, um meine Netze zu überprüfen. Gerade als ich den Beifang untersuchte, fühlte ich dieses tiefe Wummern aus dem Fjord selbst zu mir hochsteigend. Ich lehnte mich etwas über die Reling und konnte meinen Augen nicht trauen. Aus den Tiefen unter der Oberfläche strahlte dieses blaue Licht zu mir herauf. Die Musik. Klar, wir sind ja hier in den 1970er Jahren, von daher. Es ist schon klar, wieso diese Musik. Hier ist, ich hab's gesagt, Gegnerschaden. Sonst noch jemand? Gut, dann können wir gleich wieder die Munition holen. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche komischen. Geräusche. Es kommt gleich so ein Jumpscare. Ha, wächst ein Jumpscare. Ach du meine Güte. Noch jemand hier drin? Ne, gut.
Nicht diese doofen Bretter, Munition. Ach. Schlimm. Zumindest höre ich jetzt keine Schritte mehr. So, für den Moment. Und dafür beunruhigende Musik. Okay. Schallplatte ist nirgends. Naja. Nicht die Dinger! Oh Gott! Ich dachte, das wäre nicht hinter mir. Ich einfach auf dem Stuhl zusammengezuckt bin. Oh Gott. Die sind ultra schnell. Machen echt viel Schaden. Oh Gott. Ich werde so sterben. Ich werde hier so sterben, Leute. Ist das wie tot? Okay. Irgendwann wird bestimmt hinter einer Tür so eine Maschine sein und gleich explodieren, wenn es mich sieht. Das ist das zweite Tagebuch des Fischers? Ja. Das Wasser unter mir reflektierte das Licht in allen Richtungen, wachsend und sich steigend in Intensität, bis alles um mich herum davon erleuchtet war. Wir machten uns sofort auf den Rückweg zum Ufer, den Schock noch in den Knochen sitzend. Ab heute werde ich alles, was ich hier beobachte, aufschreiben. Das wird mir alles keiner glauben. Speicherpunkt wäre mal wieder gut. Und das ist schön. Ich traue hier absolut gar nichts mehr. Da, speichern. Danke sehr. Ach, gut. Kaum redet man davon. Gut, komm, wir speichern nochmal. Sonst muss ich das alles nochmal durchsuchen. Okay.